Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Heute gibt es Rache. Die Schweine sind zu mir nach Hause gekommen und haben mich angegriffen. Die haben mir wehgetan. Und die habe ich gerade erst geheilt. Ich habe mich gerade erst geheilt, weißt du? Und da kommen die an und meinen ernsthaft, mich angreifen zu müssen. Die baller ich jetzt weg. So, Frage ist, wo waren die nochmal? Werden einfach ein bisschen rumfahren und dann werden wir sie finden. Mein Auto ist weg. Ne, ist eine andere Ausfahrt, oder? Ich weiß es nicht. Waren die hier irgendwo? Ach, wir sind hier. Oh, okay. Jetzt wäre es gewesen, wenn mein Auto kaputt gegangen wäre. Zur Not muss ich mir meine alte Folge angucken. Um zu gucken, wo die waren. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ich glaube, die waren auf der Seite. Da wächst gerade ein Baum. Lol. Wie? Oh. Guck mal, hier wächst ein Baum. Wie cool. Bin nicht auf der Straße. Da ist in Ordnung, ja, aber nicht auf der Straße. Wäre ja noch schöner, wenn ich mir jetzt plötzlich den Weg verbaue wegen so einem Baum. Na gut, ich kann ihn einfach fällen. Aber trotzdem. Hat er irgendwas verloren? Salz. Kannst du behalten. So, da ist mir der Motor abgeschmiert. Das Fleisch ist verdorben. Gut zu wissen. Wo habe ich jetzt meinen Motorteil denn getan? Da. Nehmen einen guten Motor mit. Noch einen guten Motor. Eine gute Batterie. Da. Und das gute Stück. Zum Glück ist das jetzt passiert. Ah, hier war ich, ne? Bin ich falsch abgebogen? Oder vielleicht richtig? Man weiß es nicht. So, Ersatzteile. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der hier meinen Motor kaputt gemacht hat. So, es war auch wieder so ein eingezäuntes Gebiet, ne? Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die waren. Ah, guck mal, das ist eine kleine Butze. Können wir mal hinfahren. Oh, nehme ich. Durch die Wand hindurch. Axt ist immer gut. So, den Loot dann direkt hier hinten rein. Zack. Damit, wenn ich sterbe, nicht alles weg ist. Wir werden sie finden, Leute. Wir werden sie finden. Wenn es das letzte ist. Ach, hier waren sie doch, oder?
Sieht's aus. Ah, die Schrot habe ich auch noch am Start, ne? Ich weiß nicht, war das hier oder war das woanders? Es leuchtet ganz schön. Ich glaube, hier war es nicht. Aber wir nehmen trotzdem alles mit. Aber ich war hier schon mal. Das heißt, wir sind nah dran. Na gut, fahren wir weiter. Ich werde euch finden, ihr Schweine. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Fast alle voll hier. Aber egal. Mein Inventar fasst ja auch noch sehr viel. Zack. Jetzt sind wir bis auf die andere Seite gefahren, ne? Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder zu Hause. Na gut. Fahren wir kurz rein, mal die Sachen abliefern. Können wir immer noch wieder zurückfahren und sie suchen. Miesen kleinen Schweine. So. Alles noch heile? Ja, geht so. Okay, hier ist schon voll. So. Kann der Motor hier noch hin? Kann das Holz hier noch hin? Die Batterie. Halt, Moment. Motor und Batterie. Die packen wir ja wieder ins Auto. So wie das auch. Die Bandagen behalten wir auf jeden Fall. Und den Rest werfen wir einfach mal so hin. Okay, dann können wir eigentlich schon wieder. Ich will es halt jetzt wirklich wissen. Ich will die jetzt schnappen. Ich glaube, die waren hier halt irgendwo in der Nähe. Ich bin doch schon mal von zu Hause aus dahin gelaufen, oder? Mach mein Auto bitte nicht kaputt. Wo seid ihr? Ja, hier bin ich schon zu weit, ne? Ah, das war mein Zuhause. Das große Gebäude da hinten. Alles gut. Ich dachte, ah, da sind sie. Nein, das war mein Zuhause. Da ging es, glaube ich, nur zur Hütte. Da waren wir ja gerade eben, ne? Ich habe das Gefühl, das war hier irgendwo. Zumindest waren hier Zombies, die ich noch erledigen wollte.
Mach keinen Scheiß, Junge! Du läufst einfach raus! Geht's dir noch gut? Warst du alleine? Ja, hätte ich auch zerkloppen können, den Typen. Der ist respawned. Ich war hier schon. Die kleine Potsau ist respawned. Ich fass das nicht. Ich war hier schon drinne. Und dann läuft er einfach raus wie so eine kleine Kackbratze. Es zum. Ich will fahren. Du dreckiges. Ich suche dir jetzt zu Fuß. Oh Gott. Naja, ich habe zwei erwischt. Oh, ich habe alles verloren. Cool. Ja, nice. Yeeha. Junge, Junge, Junge. Was mache ich nun mit meinem Leben, Leute? Ich weiß es nicht. Nehmen wir die Shotgun mit. Ach nein! Kann ich die anequippen? Andingsten? Fuck. Gut, dann habe ich jetzt zwei Schrotflinte. Packen wir eine Schrotflinte hin. Dann ist da halt Munition drin. Ist ja auch egal. So, Combat habe ich. Dich lasse ich mal hier und dann gehen wir nochmal los. Aber wir haben sie gefunden, Leute. Wir haben sie gefunden. Auch wenn das jetzt nicht die Rache war, die ich erwartet habe. Wir wissen, wo sie zu finden sind. Jetzt gibt's Fratzengeballer. Gut, wir haben noch ein Auto verloren, aber ja. Ist halt so. Holen wir uns ein neues Auto. Ich kann doch nichts verlieren, wenn ich nichts dabei habe. WTF. So, ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich mich nicht nochmal heilen muss. Ich habe vergessen, dass mein Fuß verletzt ist. Muss ich ein bisschen drauf achten. So. Scheiße, das war ja nicht hier, wo ich die Sachen fallen gelassen habe. Muss da in irgendeinem von den Autos sein. Ja, ich sehe das Auto. Alles gut.
Aber ich habe zwei erwischt, Freunde. Zwei Stück. Also, es ist für den Anfang nicht schlecht. Wie sieht es eigentlich mit meinen Klamotten aus? Wie geht's denen so? Ach so. Ich habe keine mehr. Gut zu wissen. Dann holen wir uns jetzt die Schweine. Es ist da den Weg hoch und dann sind sie schon da. Vielleicht sind sie auch schon wieder despawned. Das ist ja schon mal passiert. Dass nach meinem Angriff sie despawned sind, was wahrscheinlich nicht so sein sollte. So, hier müsste irgendwo mein umgekipptes Auto sein. Mein drittes umgekipptes Auto. Unglaublich, wie schnell das geht. Hier war das umgekippte Auto, oder? Ja. Da ist die Siedlung. Ich muss. So. Nur für den Fall der Fälle, dass ich hinter einem stehe, dass ich direkt mein Messer zücken kann. So ein Silent Kill ist, denke ich mal, ein bisschen besser. Ich bin in die Richtung gelaufen. Da hinten müssten meine Sachen irgendwo liegen. Wird es dunkel? Nein. Es wird neblig. Ist ja noch schlimmer als dunkel. Ach, guck mal. Ich glaube, die sind weg. Nicht mal ein Gebäude hier. Shit. Viele Wasserflaschen. Okay. Hat er etwa aufgegeben? War das seine Waffe? Ich glaube, das war seine Waffe. Jetzt müssen wir hier ausharren. Scheiße. Timing hätte auch nicht besser sein können, ne? Wenn es hier wenigstens ein Auto geben würde, wo ich mich verstecken kann. Kannst nicht wissen, wo ich bin. Okay, er greift den Typ, Mann. Perfekt. Hab Spaß mit ihm. Ja, gut. Ich bin gespannt, ob der genauso dämlich sein wird wie die Tussi. Naja. Das heißt, überall, wo Banditen sind, ist ein Typ rauszuholen, ja? Das heißt, sie wollten die Tussi wiederholen. Haben sie die Tussi wiedergeholt? Das ist das Einzige, worauf ich nicht geachtet habe, ne?
Oh. Kannst du aufhören damit? Vielleicht war das ein Fehler. Aber er hat mich genervt. Jetzt ist da der nächste. Jetzt habe ich zwei Munition für den verschwendet, weißt du? Ich will nur die Tasche und mein Leben. Wie sieht's aus mit meinem Durst? Ja, komm, wir trinken mal was. Na, essen wir noch was. So, eine leere Flasche. Wir können jetzt auf jeden Fall sehr viel Wasser transportieren. Das heißt, wir können auf einem Schlag 2, 4, 6, 8, 10, 12 Liter transportieren. Das ist cool. Das ist echt cool. Wir haben ja noch zusätzlich 4 Liter zu Hause, ne? Ist da Munition drin? Ich glaube nicht. So, kann ich hier vielleicht noch was herstellen? Ach, Schlafsack kann man noch herstellen. Ich weiß nicht, was ich hier in der Ecke jetzt machen soll. Ach, es sind verschiedene Munitionsarten. Müssen wir gleich mal 9mm Munition und so weiter nachsuchen, ne? Ah! Easy. Fehlt uns nur noch einer. Er hat aufgehört. Hast du etwa keinen Spaß mehr dran? Ne, die Leiche ist verschwunden. Da lungert er. Der lungert er. Du kannst glücklich sein. Du bist eingesperrt. Ich wäre auch gern eingesperrt. Jetzt sind die zwei Zombies geil. Ich habe nämlich von links noch einen gehört. Ist mir jetzt auch zu riskant, mich jetzt durchzuprügeln. Nee, sonst töten die noch, ne? Ein Soldat. Das nächste Mal, wenn die kommen und mich angreifen, dann kriegen die mal richtig aufs Maul. Jetzt habe ich nämlich einen Soldaten. Keine Nurse. Okay. Ich würde mich hier gerne noch ein bisschen mehr umsehen, aber... Kommt schon wieder ein Zombie an. Ist auch nur Fake. Noch eine Wasserflasche. Ich dreh durch. Könnt ihr jetzt bitte mal euch verziehen? Kann ja verstehen, dass ihr hungrig seid und alles, aber ich will auch mal langsam weg. Leute, die quälen mich. Ist jetzt auf. Musik ist weg. Geht doch bitte. Ich hoffe inständig, dass meine Munition da noch ist. Es wäre kacke, wenn nicht. Wir schleichen jetzt einfach mal hin. Ist mir alles egal. Okay. Hat aufgehört. Ich sehe eine Wasserflasche, das heißt, hier bin ich gestorben. Ja, sauber. Hauptsache, die Munition ist nicht mehr hier, ne?
am Arsch. Was ist mit denen, die hier gestorben sind, die ich abgeknallt habe? Weg. Sogar der Loot. Irgendwie kacke. Ja, mal gucken, was wir hier oben noch haben. Oh, ein Blatt. Oh, ein Holz. Ja gut, so viel dazu. Ich hätte echt gedacht, ich finde hier noch ein paar Sachen von den Typen, die ich getötet habe. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Vor allem, ich habe hier ja schon mal einen getötet. Der war am Eingang, ne? Oh. Ich bin voll. Stimmt, meine Crowbar. Die habe ich auch verloren. Oh, ihr wollt mich verarschen, oder? Na gut, die Blueberry brauche ich jetzt nicht. Laufen wir nochmal im Kreis. Ich bin hier nämlich irgendwo gestorben. Vielleicht war das auch schon meine Sachen. Oder habe ich die Crowbar schon abgelegt gehabt? Im Auto. Kann gut sein. Guck mal ins Auto, ansonsten war es jetzt genau die Leiche vom letzten Mal, wo wir gestorben sind. Gut, oder würde ich sagen, morgen neues Auto, neues Glück. Warum? Kannst du nicht einmal drauf achten, Zero? Ja gut, das nächste Auto ist da unten, ne? Ja, dann würde ich sagen, habe ich hier viel drin? Nö. Ach ja, na gut. Wir gehen runter und packen alles in das nächste Auto. Aber das erst alles morgen. Morgen geht's weiter. Morgen holen wir uns ein neues Auto. Irgendwann stehen hier alle Autos. So, ist das nicht schön? Eine Welt voller schiefer Autos. Das ist meine Welt. Diese Welt habe ich erschaffen. Meine Parallelwelt.